Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 164 von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Random Judas. Okay, Deal. Curse of the Labyrinth wiederum. Nicht so direkt der Deal. Isaac. Na, geht doch. Als Judas starten wir mit wenig Leben, viel Damage und dem Book of Belial, mit dem wir nochmal unseren Damage für einen Raum steigern können. Ja, außerdem versuchen wir gerade mal die Mr. Maus zu killen, ohne getroffen zu werden oder das TNT in die Luft zu jagen. Ansonsten erhöht das Book of Belial unsere Devil Room Chance. Ah, hallo Blast Assist. Was geht? So. Bombe, komme ich nicht dran, also ignorieren. Schauen wir mal hier unten. Ey, Spinnen. Au. Cheater-Spinne. Da komme ich leider auch nicht dran. Okay, Item Room, was hast du für uns? Spelunker's Head. Why not? Spielt uns ein Jingle ab, wenn wir in der Nähe vom Secret oder Top Secret Room sind. Außerdem sehen wir, was für ein Raum denn die anliegenden Räume sind. Also, in dem Fall beispielsweise, wenn das der Self-Sacrifice-Room ist. Okay. Da ist unser Boss-Room. Unseren Secret-Room vermute ich über dem Item-Room. Das war knapp. Und unser Boss ist Pin. Hallo, Pin. So, dann beleilen wir uns mal. Und dann ist das hier schon wieder der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, wie immer, komplett frische Sitzung von Isaac. Keine Initialchance auf Deals. Und wenn Pin sich jetzt mal etwas kooperativer gestalten würde, könnte ich den auch etwas häufiger treffen. Ja. Und tschüss. Und das ist ein HP-Upgrade. Joink, zwei Herzen. Und dann können wir hier nicht mehr viel machen und verschwinden auf den nächsten Floor. Vielleicht? Es sei denn. Eine Idee hätte ich noch. Shop, Bombe. Secret Room. Okay, ich hole mir den Tinted Rock. Ich wollte mir eigentlich was anderes holen, aber... Really? Okay. Nicht so. Gerne anders, aber nicht so, Isaac. Jupp, wir haben Spinnen. Okay, das war die Champion-Spinne. Und das war die reguläre Spinne. Und bevor wir in den Bossroom gehen, sollten wir uns den Itemroom anschauen. Mom's Knife. Because why not? Joink. Special Item. Sehr effektiv gegen Gegner. Inklusive Bossen. Okay, dann schauen wir mal. Wen haben wir denn diesmal? Hallo Pin. Lange nicht mehr gesehen. Okay, Book of Belial. Und ein Speed-Upgrade, finde ich okay, kann ich gebrauchen. Das macht uns etwas mobiler mit Mom's Knife. Und wir checken jetzt noch schnell, was hier oben abgeht. Dürfte jetzt noch unser Shop sein. Noch ein Raum. Was haben wir hier? Hallo Last. Okay, das war das. Und zwei Pillen. Unsere erste ist Tears-Upgrade, das ist schön. Und unsere zweite ist Health-Upgrade, das ist noch schöner. Sehr gut. Ich bin ja sehr beeindruckt. Okay, dann von hier aus. Bossroom, nächster Floor. Ein rotes Herz eingesackt. Und abwärts. Hallo Basement 2, Cellar 2. Alles klar. Was haben wir hier? Spinnies. Spinnies. Tote Spinnies. Okay. Tinted Rock und goldene Truhe. Jupp. Okay, Schlüssel, sehr gut. Item Room. Deck of Cards gibt uns eine zufällige Tarotkarte. Schauen wir mal. Magician, Homing Tears für einen Raum. Bringt uns leider nicht viel, weil wir keine Tears mehr haben. Dürfte aber unser Knife... Ne, nicht lila färben, schade. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Spinnennubbins, die keine Chance mehr haben, dank unserem Mom's Knife. Und... Ah, goddammit, das war unfair. Eine kleine Auswahl an Mr. Maws. Noch ein Tinted Rock. Mehr Kleingeld, noch ein Schlüssel. Ein halbes rotes Herz, das kommt mir schon mal sehr gelegen.
Das heißt, wenn wir noch ein halbes finden, können wir auch in den Mob-Trap-Room gehen. Okay. Spinnennappen sollte unsere höchste Priorität gewesen sein. Zwei Bomben, perfekt. Dann Tinted Rock Nummer 1. Goldene Truhe? Really? Ich habe aber keinen Guppy's Tail. Okay, und dann hier drüben Tinted Rock Nummer 2. Schon besser. Bombe, Spirit Hearts, Kleingeld und ein Schlüssel. Damit kann ich arbeiten. Ich könnte jetzt theoretisch in den Shop gehen, das werde ich aber nicht tun. Stattdessen hole ich mir hier lieber ein HP-Upgrade, wie es ausschaut. Ja, finde ich gut. Damit kann ich mich arrangieren. Okay, dann, wer ist unser Boss? Ah. Dingens. Ah, goddammit. Hey, wir kriegen trotzdem einen Deal. Und ich bin übers Creep gelaufen, ich Genie. Egal, Range Upgrade, Deal. Lord of the Pit. Flug-Item. Eigentlich keine allzu clevere Wahl, aber nun ja. Wir tun, was wir können. Okay, das habe ich auch anhand der Off-Chance gemacht, dass wir unter Umständen einen Bloodbag bekommen würden. Ansonsten hoffe ich jetzt noch drauf, dass ich hier einen Schlüssel bekomme. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Und dann könnten wir tendenziell neben dem Item Room nach dem Secret Room schauen. Hoffen wir mal. Yoink! Drei weitere Cent. Das ist schön, das gibt mir nämlich nochmal eine Chance, um eventuell in der Arcade doch noch an einen Schlüssel zu kommen. Oder wahlweise mehr Schlüssel. Okay, Skull Game. Show me what you got. Hey, 2 Cent. Okay, schon mal ein guter Anfang. Bomben sind mir nicht ganz so wichtig, aber auch nützlich. Weiteres Kleingeld. Vorletzter Versuch. Rote Herzen. Und letzter Versuch. Mehr Kleingeld. Okay, das dürfte dann uns nochmal ein paar mehr Versuche geben. Na komm. Nope. Skullgame hat uns bis jetzt noch keinen Schlüssel gezeigt, glaube ich. Komm schon, Skullgame, zeig mir Schlüssel. Schlüssel? Nope. Immer noch keine Schlüssel. Was geht denn hier ab? Na komm. Okay, jetzt versuche ich einfach mal die Mitte. Interesting. Ups, das war einer zu viel. Fuck you, Skull Game. Okay, dann von hier aus auf den nächsten Floor. Der Deal ist immer noch da. Schauen wir mal rein. Hat sich nichts geändert. Immer noch da. What the fuck? Na, geht doch. Und nächster Floor. So, Caves 1. Catacombs 1. Da ist der fehlende Cent gewesen. Eine Bombe gab es auch noch. Hier haben wir sogar einen Tinted Rock. Leider kein Small Rock, aber ein Schlüssel. Den können wir für unseren Item Room gebrauchen. Und wir kriegen das Necronomicon. Interessant, interessant. Fügt allen Gegnern im Raum Schaden zu. Heben wir auf, legen wir weg. Und von hier aus kämen wir mal schnell die Bielickerchen hier. Und drehen wieder um, denn hier ist nichts von dem, was wir suchen. Oh, based right, maybe? Tinted Drop. Again. Spirit Herzen. Again. Bombe, Schlüssel. Ja, gefällt mir. Daran könnte ich mich doch durchaus gewöhnen. Jake macht mal wieder Krach im Hintergrund. Schlüssel, Mob Trap. Na. Übrigens, der Grund, warum wir da jetzt in die Mob Trap kamen, war, weil wir unser fehlendes halbes rotes Herz mit Spirit Herzen ausgleichen konnten. Also nicht wundern, auf dem letzten Floor hätten wir nicht reingekommen. Okay, du bist tot und du bist tot. Truhe. So, Schlüssel und Gedöns. Shop, Greed. Nicht Greed, okay. Schlüssel.
Schlüssel Hype. Das Spirit Hearts nehmen wir auch noch mit. Die Ladder lassen wir liegen. Brauchen wir nicht, weil wir fliegen können. Und jetzt wissen wir auch so ziemlich genau, wo unser Boss sein müsste. Nämlich hier drüben irgendwo. Ja, okay, noch ein halbes rotes Herz. Und hallo, Piep. Ah, hi. Okay, mal ganz kurz so und ein bisschen ausweichen. Und das war Piep. Noch ein Range Upgrade. Unser Mom's Knife dürfte jetzt weiterfliegen. Oder zumindest schneller die Distanz zurücklegen. Okay, dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder fast fertig. Wir könnten theoretisch noch nach dem Secret Room suchen. Bin ich jetzt aber nicht eminent dran interessiert. Also, Catacombs 2. Das war schön. Joink. Auch das war sehr angenehm. Zwei Bomben aus der Truhe. Eine weitere Blutbank. Ivy Bag. Oh, oh, zwei Pillen. Okay, health up. Sehr schön. Und eine Unbekannte. Checken wir mal. I found pills. Neutrale Pillen. Okay, jetzt haben wir zwei Herzcontainer. Das würde bedeuten, sollten wir auf dem Floor nochmal einen Deal angeboten bekommen, können wir den rein gewissens annehmen. Kannst du mal stillhalten? Mistvieh. Geh doch. Hey, noch ein Schlüssel. Ja, ach, du bist tot. Bombe. Noch eine Mob-Trap. Noch eine reguläre Truhe. Hm. Whoop. Gurch. Sind nicht ganz so witzig. Aber wir können glücklicherweise mit dem ganzen Problem umgehen. Yep. Und bekommen nochmal 5 Cent. Nochmal zwei Pillen. iPhone Plus bringt uns nichts und unbekannt. Mache ich, nachdem ich im Item Room war und bekomme Ouija Board. Brauche ich nicht. Erstens Special Item, zweitens Spectral Tears und die haben wir schon. Und unsere Pille war Tears Down. Hm. Golden Poop. Schön, aber selten. Und eine reguläre Truhe mit Kleingeld. Jetzt hilft uns hier der Counterfeit Penny viel weiter. Denn wir haben jedes Mal, wenn wir Kleingeld aufheben, eine 50%ige Chance. Oh Mann. Gosh, sind Cheater. Wir haben jedes Mal eine 50%ige Chance, nochmal einen extra Cent aufzuheben. Also zumindest glaube ich, ist es ein extra Cent. Bin mir aber nicht sicher, könnte auch mehr sein. Ich lag ja schon öfter mal falsch. So, bevor wir jetzt dann zum Boss gehen, checken wir nochmal hier oben schnell. Werden nochmal von einem Gurch begrüßt. Ne? Und da ist unser Shop. Ich tippe mal auf Greed. Goldener Schlüssel, kommt ein bisschen spät. Lieber zu spät als nie. Es ist nicht Greed. Okay, dann kaufen wir uns die Bombe und die Tarotkarte. Wheel of Fortune. Und von hier aus gehen wir dann zum Boss. Oh, was kriegen wir denn hier Schönes? Spielen wir mal ein, zweimal. Und jagen das Ganze dann in die Luft. Whoop. Zwei Bomben. Kommen mir sehr gelegen. Bomben sind immer gut. Und somit weichen wir den Eternal Flies aus. Und sagen Hallo zu... Ah, Carrion Queen. Was geht? Ja, ich sollte vielleicht noch meinen Book of Blei nutzen. Okay, das wäre das. Stem Cells. HP Upgrade, Shot Speed Upgrade. Why not? Und willkommen in den Depths 1. Necropolis 1 mit Curse of the Lost. Das heißt, unser Floor ist anderthalb mal so groß wie normal. Schnell die Wies und das Doppel-Wies killen, bevor es hier zu Komplikationen kommt. Bombenfliegen-Fistula. Immer wieder eine Freude. Und ein Spirit Hearts. Oh. Na, immerhin, das hat geklappt. Okay, Penny und Curse Room. Bitte sei gut. Okay, Top Secret Room mit einem Spirit Hearts.
halbwegs gut. Bevor ich das mache, gehe ich nochmal schnell in den Curse Room und hole mir die andere Telepills. Mal schauen, vielleicht landen wir damit ja im I Am Error Room. Not quite. Dafür haben wir jetzt mit der Bedrohung der Doppelwies umzugehen. Na gut, dann sind wir jetzt halt wieder auf vollem Leben. Was soll's? Doppelhänger. Okay. Die Eternal Fly war ein bisschen, aber nur ein bisschen cheaty. Masks of Infamy, die Mini-Version. Kleiner als das Original, aber genauso nervig. Aber immerhin, danke Flug und danke Mom's Knife. Das wäre dann das. Ah, Item Room. Hallo, Number One? Ne, Lemon Missile. Doch, Number One. Hey, jetzt haben wir ein gelbes Messer. Das dürfte unsere Ladegeschwindigkeit wirklich sehr erhöhen. Warum habe ich das gerade gemacht? Ich habe mal wieder nicht nachgedacht über das, was ich tue. Aber das passiert mir ja irgendwie öfter. Nächste Runde, hoppa. Okay. Und die letzte Runde. Ah, nice. Immerhin, wir bekommen Schlüssel als Belohnung und noch eine Health-Up-Pille. Joink, 4 HP. Nicht schlecht, Herr Schwächt. Okay, hier dürfte ein ganzes Herz rumliegen. Ja, sehr schön, wieder volles Leben. Mehr Hänger. Und Eternal Flies und eine Truhe und eine goldene Truhe und eine Bombe und einen Schlüssel. Das war schön. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich davon halten soll, den einen Raum so schnell abgeschlossen zu haben. Okay, dann checken wir mal noch schnell die Räume, die uns noch fehlen. Also zum Beispiel der hier unten. Library, sehr schön. Das kam dadurch, dass wir das Necronomicon aufgehoben hatten. Was finden wir hier Feines? Book of Revelations werde ich nicht benutzen, sonst kämpfe ich gegen den Reiter der Apokalypse und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht interessiert an einem Cube of Meat. Und das andere weiß ich schon ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube Monster Manual. Was uns im Endeffekt für einen Raum für mehr gibt. Oh, Tears Down, die ignorieren wir mal. Und Mini-Dukes. Ah, oh, Mist, da war ich zu nah dran. Okay, jetzt aber Grid, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, wir kaufen definitiv das Spirit Hearts. Denn damit können wir unsere Deal-Chance behalten. Du warst Health Up. Joink. Ich wusste doch, es würde sich lohnen, in den Shop zu gehen. Und hier haben wir erstmal einen Haufen Spinnen und einen ziemlich dicken Fail meinerseits. Zugegebenermaßen. Oh Mann. Seriously though. Treubomber. Und Self-Sacrifice Room. Also nichts zu holen. Vollkommen umsonst da hochgegangen. Shit. Aber okay, was soll's, ne? Um auf unser altes Credo zurückzufallen. Wir können hier noch schnell nach dem Secret Room checken. Okay, das war's nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wo er ist. Und ich interessiere mich auch ehrlich gesagt nicht mehr allzu sehr dafür. Und wir kämpfen dann gegen... Ah, die Mask of Infamy. Was für eine Überraschung. Okay. Au. Das wäre die Mask. Vier zufällige Pillen. Unbekannt. Werde ich erst tun, wenn ich gegen... Ah, nicht Krampus gekämpft habe. Okay, was hat Priorität? Mom's Knife oder Brimstone? Ist die große Frage. Und den Quarter können wir auch noch mitnehmen. Du bist Bad Guys.
Du bist Tears Down und du bist iPhone Pills. Okay, dann schnapp uns die Bad Gas. Könnte noch hilfreich sein. Und wir verschwinden auf den nächsten Floor, der da ist. Necropolis 2. Na gut, können wir erstmal die Bielicker, sofern sie nicht ausweichen. Und sacken die Truhe ein. Mit einer Bombe und nochmal 3 Cent. Okay, ein armiger Bandit. Hopper und... Nochmal ein paar Masken. Okay. Oh, Curse Room. Nochmal 2 Pillen. iPhone Pills. Tears Up. Okay, die Tears Up nehme ich mit. Schade, ich hatte gehofft, dass das funktioniert, aber anscheinend nicht. Ja, aber den Raum haben wir dafür ganz gut überstanden. Es ist wirklich schön, dass der Raum mal nicht so die große Tragödie ist wie normal. Gott sei Dank kann ich ja fliegen. Hervorragend. Red Patch. Okay, ein rotes Herz. Da ist unser Boss. Da sind 2 Chubber. Alles nicht so direkt relevant. Aber jetzt wissen wir schon mal, wo unser Item Room sein müsste. Und unser Shop. Wohl, wahlweise. Nämlich nach hier oben rechts. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal ein richtig nettes Item. Okay, Cent. Und der Kopf vom Headless Horseman. Und? Nein, immer noch nicht. Wir haben nur ein paar Vs und Doppel-Vs. Und ich lasse mich schon wieder down treffen. Tears Down Pille. Self-Sacrifice Room. Nope, nope und... Whoop. Nope. Erwischt. Okay, Cent. Schauen wir mal hier rechts. Aha, gefunden. Whoop. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt erstmal alle sterben. Dann kill ich dich. Und wenn ich dich treffe, auch noch dich. Hey, Schlüssel. Item Room. Speedball. Sonic. Speed, Shot Speed und noch irgendwas ab, nehme ich an. Mir ehrlich gesagt recht wurscht. So, jetzt aber Greed, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, Treasure Map. Schlüssel. Und Tarotkarte. The Devil. Mehr Damage Output für einen Raum. Das dürfte uns beim Kampf gegen Mom's Foot sehr helfen. Und dank der Treasure Map wissen wir jetzt auch, wo denn unser Secret Room ist. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal direkt rein. Joink. Und 6 Cent. Und wisst ihr was, ich bin zu voll, um den Umweg zu gehen. Wir gehen jetzt einfach mal noch hier lang. Oh. Mal schauen. Bin gespannt, wie der Kampf gegen Mom's Foot läuft. Oh. Oh, die rote Mom, das ist natürlich optimal. Dann The Devil. Und das Book of Belial. Und das wäre dann Mom soweit. Oh. Polaroid. HP Upgrade. Nächster Floor. Wump 1. Utero 1. Natürlich. Tendenziell dürfte unser Boss nach hier rechts weg sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Beginnen wir mit ein paar Tapeworms. Ja, check mal den Secret Room. Das dürfte jetzt aber Greed sein. Nein! Sollten wir jetzt etwa wirklich den kompletten Run überstehen, ohne auf Greed zu treffen? Wow, das war ein Haufen Zeug. Okay, kein Boss. Oh Mann. Ja. Und... Whoop.
Hup. Okay. Ah. Und Boss. Yes, Boss. Okay, ausweichen. Ausweichen. Ausweichen und töten. Dich machen wir platt und dich machen wir auch noch platt. Und wer ist denn unser Boss? Conquest. Sup, Dude. Ja. Dann kümmern wir schnell Conquest. Homing Tears. No, das war Conquest. White Pony. Spacebar Flug. Plus Charge-Fähigkeit. Kein Interesse. Und wir verschwinden auf der nächsten Floor. Utero 2. Ja, Utero 2. Instant Secret Room. Instant Arcade. Interessante Kombo. Immer noch kein Greed. Okay, Arcade, was hast du anzubieten? Rote Herzen. Hier können wir ja unser Glück an einem Bloodbag versuchen. In Womb Utero. Hey, sag ich doch. In Womb Utero und danach könnt ihr Blutbanken doppelt spielen, weil ihr ein komplettes Herz dafür bezahlen müsst. Sozusagen als Ausgleich dazu dürft ihr das dann doppelt spielen. The Lovers gibt uns zwei rote Herzen. Optimal. Wir haben einen Gish und zwei Klotties. Krieg ich dich auch mal gekillt? Ja, jetzt schon. Okay. Ja, das ist immer ein bisschen ätzend. Aber verkraftbar. Und die letzte. Erwischt. Ein rotes Herz. Augenlaser. Augenlaser. Okay, Augenlaser tot. Fehlen noch die Tapeworms. Auch erwischt. Demon Judgment. Interesting. Spielkarte, Tür of Diamonds, verdoppelt unser Geld. Können wir gerade mal machen. Jetzt sind wir schon hoch auf 86 Cent. Ja. Das hier müsste auch nochmal ein komplettes sein. Ja. Demon Judgment hat jetzt natürlich die Chance, uns ein sehr schönes Devil Room Item zu geben. Können wir gerade mal versuchen. Okay. Okay, Library. Book of Sin gibt uns ein zufälliges Consumable. Ein Spirit Heart, perfekt. Und mit dem Book of Shadows bekommen wir einen kurzfristigen Schild, den wir jetzt direkt hier verwenden werden für Demon Judgment. Two Spades. Und 9 Lives. Zweites Guppy Item. Aber wie der Name schon so schön sagt, 9 Lives. Also, liegen lassen, ignorieren, weitergehen. Wir schnappen uns unser Book of Belial wieder. Die Two of Spades können wir auch noch benutzen. Gibt uns zwei Schlüssel. Da ist unser Boss. Ah, sowas in der Richtung hatte ich schon vermutet. Ja, das wäre der Raum. Und hallo, it lives. Augenlaser. Hype. Okay, au. Jetzt hat er mich doch getroffen. Okay. Book of Belial. Okay. Knights sind immer ein bisschen schwierig mit Mom's Knife zu bearbeiten. Und das wäre das. Halbes rotes Herz. Und da ich nicht tippe, dass wir das hier in der Cathedral und der Chest überstehen, würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder nach Sheol. Willkommen in Sheol. Okay, ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir nach Doppelgänger, nach rechts gehen. Ein weiteres halbes Herz, das werde ich noch nicht einsammeln. Hallo Famine. Okay, Sent. The Fallen, respektive Krampus. Hängt von der Interpretation ab. Blutlaser? Na komm. Mach doch endlich. Okay.
Blitz. Au. Okay, da ist unser Polaroid-Schild. Verschwende ihn nicht. Noob. Okay, das wäre das. Oh, was bist du? Tears Upgrade? By the way, Lips of Greed. War klar, einmal mussten wir ihn sehen in dem Run. Na, ich sollte den Pfad nach rechts vielleicht noch zu Ende gehen. Ganz viele Selfless Knights. Okay. Whoop. Ah, erwischt. Schlüssel. Okay, bitte, bitte, Boss Room. Yes. Okay, Truhe. Herzen. Telepills. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich zu der Idee sagen soll, aber okay. Why not? 21, 22, 23, 24. Ja. Okay, Split. Okay, einmal. Fuck! Zu langsam. Aber okay, trotzdem, sehr coole Folge, finde ich. Post Isaac Stretch. So. Very well then. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.